Wer noch nicht weiß, was Agiota ist, das ist ein relativ kleines Feuer, aber mit großer Wirkung in so einer Schale, so einer Kupferschale mit vorgeschriebenen Zutaten und genau vorgeschriebenen Abfolge. Wer es eben noch nicht kennt, das klingt dann im ersten Moment ein bisschen seltsam, dass so ein relativ kleines Feuer so eine große Wirkung haben soll. Aber vielleicht kann ich es ganz gut überbringen. Das Grundprinzip, was Agihotra macht, ist kurz erklärt, und Agihotra heilt oder reinigt die Atmosphäre, und die geheilte Atmosphäre heilt die Lebewesen. Ganz kurz erklärt und umfassend. Worüber ich heute berichten möchte, erzählen möchte, was ist Agihotra, was kann man damit machen, warum machen wir das überhaupt? Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen oder interessante Erfahrungen? Gibt es das nur in Deutschland oder weltweit? Was braucht man dazu? Wie wird es gemacht? Wo kommt es her? Und was hat ein Verlag damit zu tun und der Homa-Ruf in Heiligenberg? Das ist so ein Stimmungsbild, so kann es ungefähr aussehen. Wie gesagt, das ist ein kleines Feuer, wo auch Fett verbrannt wird, wie wir nachher hören. Und es empfiehlt sich, oder es ist störungsfreier, wenn man es im Freien machen kann, weil das verbrannte Fett, das kommt in die Atmosphäre, hat eine sehr, sehr gute Wirkung. Aber wenn man es in geschlossenen Räumen machen würde, dann wird es sich einfach mit der Zeit an den Wänden wieder schlagen. So ganz kurz, oder ein Symbolbild, das Agihotra korrespondiert, das Feuer korrespondiert mit den Naturenergien, reinigt diese, und diese geheilte Atmosphäre wirkt auf Pflanzen, Lebewesen, Gewässer, Menschen, Tiere und so weiter. Wir haben also ungefähr 50 Jahre Erfahrung damit in Deutschland, in anderen Ländern noch länger. Und wo wir zuerst Erfahrung gemacht haben, das war im eigenen Wohlbefinden. Und nachdem immer mehr Menschen, das war in den 70er und 80er Jahren, also 1970 etwa, nachdem immer mehr Menschen Interesse daran hatten, das waren dann jedes Wochenende 20, 80 Personen beieinander, und das ging dann mit der Zeit im Wohnzimmer eben nicht mehr, nach 10 Jahren. Und da kam dann das Bedürfnis nach einem Gemeinschaftshaus, Vereinsheim, wie auch immer auf. Und nachdem wir nichts Kleines gefunden haben, hat sich ein Hof gefunden. Und dort, es ist wie gesagt bei Heiligenberg, in der Nähe vom überliegenden Bodensee. Und dort haben wir sehr viel Platz, ungefähr 20 Hektar, und können das dort praktizieren, erforschen, Auswirkungen untersuchen, machen. Den Hof gibt es seit 35 Jahren oder 36 Jahren jetzt. Und was uns zu Beginn schon aufgefallen ist, dass das Gemüse viel besser schmeckt, viel mehr Aromen hat, stärkere Aromen. Das Wurzelwerk hat sich kräftiger ausgebildet in dieser Atmosphäre, wo diese Feuer durchgeführt wurden. Und auch im Gemüseanbau kommt im Praxisteil dann noch, wird auch die Asche mit in den Boden eingebracht oder an die Wurzelbeine gebracht. Und ein paar Ergebnisse sieht man hier. Mir kam es jetzt gar nicht so auf die Größe drauf an, die war auch mit der Zeit beachtlich. Also wir hatten zum Beispiel rote Beete von 4 Kilo, Champignons von 1 Kilo. Ein paar Fotos sehen wir nachher noch. Aber auffallend war, dass das Aroma viel, viel stärker war. Also Bodenseeregion ist Notfall für Demeteranbau und Bioanbau. Also wir haben da schon Vergleichsmöglichkeiten. Und ja, das sind so ein paar Bilder davon. Das ist von Menschen, die das in Österreich praktizieren. Findet man das Agihotra und diese Feuertechnik nicht nur am Homa-Hof in Heiligenberg, sondern mittlerweile weltweit. In Deutschland schätzen wir, dass so ungefähr 100.000 Menschen praktizieren, ungefähr 100, die es auch weitergeben in Kursen. Das ist jetzt ein Bild von Österreichern. Und also wir geben auch nur Erfahrungen weiter, die wir selber schon über viele Jahre gemacht haben oder wo uns
mindestens 10, 50, 100 andere Personen zugetragen haben. Nicht Erfahrungen, die wir gerne hätten, sondern die wirklich schon lange stattfinden. Das ist auch ein Beispiel, das haben wir auch deswegen so drapiert. Der Horst, der Initiator vom Roma-Hof, hat relativ früh erkannt, dass auch Pflanzen, wenn sie länger stehen, miteinander kommunizieren. Wir wissen das ja vom Wald, von Bäumen, ne, dass die sich miteinander austauschen und Signale und Informationen weitergeben. Und bei Pflanzen, die länger stehen, also Kohlen zum Beispiel, haben wir das Gleiche festgestellt. Und deswegen schauen wir, also zum Beispiel hier bei den Rote Beete, welche Pflanze schon am Anfang relativ groß wird, die beobachten wir, pflegen wir auch besonders und ernten wir auch nicht früh, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn wir diese, wir sagen in Anführungszeichen Königspflanze dazu, wenn wir die sehr früh ernten, dann bremst es das Wachstum von den anderen. Wie als ob die ihre Information, dass ihr es besonders gut geht, an die anderen weiter kommuniziert oder dass die anderen auf sie schauen, was da oben passiert. Und ja, das sind so Wild von Möhren. Es waren bei uns nicht alle Möhren so groß, aber doch sehr viele, auch von den anderen Gemüsesorten. Und trotz der Größe ist das Fleisch und uns Gemüse sehr, sehr schmackhaft. Ja, also es wird nicht holzig oder irgendwas. Das ist so ein Beispiel von einem Lilien-Salat zum Größenvergleich. Also die sind manchmal so groß wie Autoreifen. Ja. Und trotzdem sehr, sehr schmackhaft, zart und so weiter. Und wir haben nur Freilandgemüse. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, die wir gemacht haben, dass die Energie und Information, die im Energiefeld um die Pflanzen sind, dass die sich auf die Zellstruktur auswirkt. Hier sieht man es am Querschnitt von der Möhre, die bei uns gewachsen ist. Und wir haben auch Vergleiche zu Supermarkt, Bioland und so weiter. Da war die Struktur jedes Mal ein bisschen anders. Und hier sieht man eine relativ exakte hexagonale Struktur. Und die Zellwände und Zellgebinde ist also auch auffallend deutlich und auch symmetrisch. Also einfach schöner Anblick. Das sieht schwer fern aus. Ja. Wer Bienen hat, die fühlen sich in der Akutatmosphäre auch sehr wohl. Und das ist aber ein Wissenschaftsprojekt. Wer dann Näheres darüber wissen möchte, am besten bei uns anrufen, dass wir dann direkten Kontakt herstellen können. Beispiel Wald. Ich bringe jetzt so einige oder viele Beobachtungen, die wir von den Auswirkungen gemacht haben. Und zum Schluss so ein Überblick, dass man auch versteht, was dahinter steckt und was vielleicht jeder für sich herausnehmen kann oder mit seinen Medien verbessern kann, wo er es einsetzen möchte. Vielleicht wisst ihr, dass der deutsche Wald so ungefähr zu 70, 80% nicht mehr ganz gesund ist. Und gerade der Borkenkäfer hat in den offenen Jahren sehr überhand genommen, weil die Bäume oft nicht mehr genügend Widerstandskräfte und wasserreiche Säfte hatten, um sich dagegen zu wehren. Und es haben einige Waldbesitzer, haben jetzt auch schon über viele Jahre Erfahrung damit, nur alle zweimal in der Woche, im Monat in der Nähe, also in ihrem Waldgebiet, das Agirotha durchgeführt und konnten von Anfang an einen deutlichen Rückgang von den Borkenkäferlarven in der Gegend feststellen. Die Bäume haben sich wieder schneller erholt, sind weniger krank geworden, also wieder stabiler geworden. Das sind jetzt Bilder von österreichischen Waldbesitzern, aber das gleiche haben wir auch im Bodenseewald erfahren. Das ist nochmal das Bild mit den Möhren, die drei Vergleiche. Wir haben auch mittlerweile einige Untersuchungen von Bachelorarbeiten von Studenten im Biolandbau, in der Bioausbildung.
Und das ist eine Untersuchung, die sich auf sowohl die Teinfähigkeit wie auch die Lagerfähigkeit bezogen hat. Und hat sich jedes Mal festgestellt, bei jeder Anbaumethode, sei es konventionell, sei es Demeter oder was auch immer, jedes Mal, wenn man diese Feuertechnik oder allein nur mit der Asche dazu, die daraus gekommen ist, verwendet hat, waren die Ergebnisse jedes Mal besser. Also war die Keimfähigkeit besser, war die Haltbarkeit besser, also dort die Schimmelbildung hat das später eingesetzt. Wir lagern unser Gemüse in einer ganz einfachen Erdmiete und also oft nach, oder da wir selber im Moment hauptsächlich für den Eigengebrauch anbauen, wird das Gemüse, also wird manche Sachen erst nach 6 Monaten gegessen, sind nicht mehr ganz so frisch wie nach der Ernte, aber sie sind immer noch gut genießbar. Leicht ausgetrocknet schon, also ein bisschen ausgetrocknet, aber das Aroma ist immer noch da. Das ist ein ganz tolles Projekt, das 1923 begonnen hat. Die, Moment, Kongo, was? 2023. 2023, ja. Republik Kongo hatte große Probleme, dass das Erdreich das Wasser noch gespeichert hat, obwohl sie genügend Niederschläge haben. Aber die Böden sind dort durch die intensive chemische Belandwirtschaftung so ausgelaugt, dass die Mikroorganismen das die Feuchtigkeit nicht mehr halten, dass das Wasser einfach durchgeht. Und der Maisanbau, was dort das Hauptnahrungsmittel ist, ist drastisch zurückgegangen. Und die haben schon gesehen, wenn das so weitergeht, dann wird in ein, 2 Jahren die nächste Hungersnot anstehen und haben einen Hilferuf in die Welt geschickt, haben einige Regierungsvertreter aus dem landwirtschaftlichen Bereich losgeschickt. In alle Länder sind dann an der Uni Hamburg hängen geblieben. Und dort gab es den Professor Otto Pohl, vielleicht hat der eine oder andere schon von ihm gehört. Und Professor Otto Pohl kannte Agnihotra, praktiziert es selber und hat dem Ansprechpartner im Kongo dann eben mitgeteilt, dass sie da sehr gute Erfahrungen haben mit Bodenrenaturierung und gerade in Bezug auf Wasserhaushalt. Die haben dann Kontakt mit uns aufgenommen, hat ungefähr ein halbes Jahr von Austausch gebraucht, weil es war sowohl die Regierung in Kongo hat sie unterstützt wie Deutschland und die größte Uni in Afrika, die ist in Kinshasa mit ungefähr 20.000 Studenten. Die wurde dann auch mit ins Boot genommen und ist dann Vertreter von uns mit untergeflogen. Und schon die ersten Anbauversuche und vor allem die Keimversuche haben gezeigt, dass es Problem behoben werden kann. Mit der dortigen konventionellen Methode hatten sie eine Keimfähigkeit und einen Keimertrag von nur 20% mittlerweile von dem Maiskörnern. Und mit der Asche und haben verschiedene Sachen ausprobiert, sind wir dann also auf einen Ertrag von über 90% gekommen. Oder das mal die Keimfähigkeit gesteigert auf über 90%. Und man sieht, die ersten Versuchsfelder haben schon, also nach 4, 5 Tagen sind die Maispflanzen schon durch den Boden durch gewesen. Und die Vergleichsfelder mit normalem, bisher konventionellem Anbau, die waren noch gar nicht zu sehen. Und wir warten jetzt auf die nächsten Auswertungen. Die zweite Anbauphase ist schon durch. Die haben ja zwei Ernteperioden gerade im Jahr. Und es kommt dann auch auf den Gehalt drauf an, der dürfte aber auch ganz gut sein. Das ist im Moment so das größte Projekt, das dort mit Agnihotra gestartet wurde. Also ist im Moment das erste Projekt, ist nur 450 Hektar, ne? Also schon eine schöne Fläche. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Das sind so die ersten energetischen Untersuchungen, die wir schon in den 80er Jahren bekommen haben. Hier sieht man die Kirbian-Fotografie. Ja, vorher, nachher, auch verdammt nicht viel erklären. GDV-Analyse, die wird heute mehr verwendet von den Heilpraktikern, um das Energiefeld sichtbar zu machen. Wo sind Schwächen? Wo sind Blockaden? Sieht man auch. Hier sind noch mehr Löcher. Hier ist es schon besser aufgefüllt. Geht ziemlich schnell durch, weil es ziemlich viel ist. Und
wir sind jetzt auch auf Besonntag da, da kann man dann auch spezielle Fragen stellen. Das ist eine ganz, ganz tolle Untersuchung mit einem wunderbaren Ergebnis. Und zwar das Institut Haffelder in Stuttgart macht Gehirnwellenmessungen, und zwar nicht so im üblichen Bereich, sondern schaut, welche Frequenzen unterdrückt sind, wie sehen quasi die Gehirnwellen heutzutage von den Menschen aus im Umfeld von Elektrosmog etc. etc. Dann haben wir eben festgestellt, dass diese langsamen Gehirnwellen, die wir im Tiefschlaf erreichen, also Alpha, Delta, Theta Wellen, die wir auch eigentlich brauchen für die Regeneration, wo wir auch in der Ruhe, in der Meditation, im Schlaf wieder Verbindung zu unserem Unterbewusstsein herstellen und was, wo dann eben vor allem die Körper- und die nervliche Regeneration stattfindet, dass die durch die heutigen Gigahertzwellen, denen eigentlich fast jeder ausgesetzt ist, dass diese Wellen kaum noch aktiv werden. Da sieht man daran auch, dass so viele Menschen Schlafstörungen haben, Nervenprobleme etc. etc. Und bei der Untersuchung hat sich gezeigt, dass nach dem Singen vom Mantra, das zum Ajota mit dazugehört, haben sich bei allen Personen diese Gehirnwellen von 1 Hertz bis 10 Hertz, also im Delta- und Theta-Bereich, hat sich bei allem schlagartig erhöht, also wie auf Schalter, wie auf Knopfdruck. Und das ist sensationell eigentlich, weil man versteht, was das ausmacht im Menschen, was das bewirkt. Man sieht hier 4 Personen und die Person hat keine Schale vor sich, kein Feuer und die schaut so ein bisschen desinteressiert in die Gegend. Sie wurde gebeten, ob sie als Bildstudie mit dabei sitzen kann. Sie wusste gar nicht, was da passiert und was sich dreht. Und das Tolle war, bei ihr ist genau der gleiche Effekt aufgetreten. Ja. Und das ist das eben im Wachzustand, also bei vollem Machtbewusstsein, steigen diese langsamen Gehirnwellen an. Wer sich da ein bisschen einarbeiten will oder auskennt, das ist phänomenal. Also trägt enorm zu unserem sowohl psychischen, mentalen wie körperlichen Wohlbefinden bei. Die rechte Person kennt vielleicht der eine oder andere, Dr. Masaru Emoto, ja, der den Wasserkristallgießer entdeckt hat, der entdeckt hat, dass Wasser sichtbar gemacht hat, dass Wasser Informationen aufnehmen kann, die speichern kann und auch an den Menschen weitergeben kann. Das ist ja deswegen so wichtig, weil unser Körper besteht ja zu ca. ±80% aus Wasser. Und dass es eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, heute ziemlich bekannt. Und bisher hat Dr. Emoto gesehen, dass gutes Wasser, gutes Trinkwasser einen vierzackigen Wasserkristall bilden kann, Heilwasser, noch besseres Wasser quasi, einen sechszackigen mit schöner Ausfisselierung, mit schönen Querverstrebungen. Und über das Agiota, sogar mal über die Asche davon, ist bei ihm zum ersten Mal ein achtzackiger Wasserkristall entstanden. Und das war für ihn so aufschlussreich, dass er seitdem Agiota mit in seine Vorträge auch eingebaut hat, wie gut das für unser Trinkwasser ist und auch für unseren Körper, für unser Körperwasser. Und sehen wir nachher noch mehr Bilder davon, was er daraus noch gemacht hat. Kommt gleich das sind Bilder von Wasserproben aus der Nähe von Fukushima, von einem Gewässer dort nach dem Reaktorunglück. Die obere Bildreihe sieht man, wie das Wasser ausgesehen hat, nachdem man es entnommen hat und gleich untersucht hat. Keine Struktur mehr drin, keine Information, im Prinzip totes Wasser. Und die unteren Bilder sind die gleichen Wasserproben, nachdem sie eine Viertelstunde neben dem Agiota-Feuer gestanden sind. Also haben sich was vom toten Wasser zum Heilwasser gewandelt. Gibt es mehrere Untersuchungen, kommt daher noch ein ähnliches Doku über Lebensmittel. Die gleichen Erfahrungen hatten wir auch damals gemacht mit dem mit Erde aus der Nähe von Tschernobyl. Geldrollenbildung bei den roten Blutkörperchen sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das tritt heutzutage sehr oft auf, vor allem durch Elektrosmog, durch die Handystrahlung. Wenn man das Handy
glaube, Reifen ein, zwei Minuten am Ohr hat, verjüngt sich das Blut in den Blutgefäßen. Wenn es zusammenklebt, können die roten Blutkörperchen den Sauerstoff nicht mehr so gut aufnehmen, die Nährstoffe auch nicht mehr und dadurch das auch nicht mehr im Körper rumtransportieren. Die Organe versorgen, andere Zellregionen versorgen. Es verklumpt viel schneller, also es gibt schneller Thrombosen. Und da hat sich auch gezeigt, wenn man, es gibt natürlich mehrere Methoden, wer sich damit beschäftigt hat, die Blutkörperchen wieder zu lösen, also die Oberflächenspannung bei den Blutkörperchen wieder herzustellen. Aber das passiert auch automatisch, wenn man beim Iota mit dabei ist, wenn man es selber durchführt. Oder auch die Asche Island hat den gleichen Effekt. Ja. Ist noch eine Nahaufnahme. Sieht man links vorher verglüht und dann wieder gelöst. Sehr schöne Erfahrung bei, zellbiologischer Ebene. Die ist relativ jung, da war von 2023. Wurde untersucht, wie das Agniota-Aschewasser, wenn man es trinkt, was es für Effekte im Körper hat. Und wir konnten uns halt jetzt nur drei Untersuchungsblickpunkte leisten. Das eine war Wundheilung. Da hat sich gezeigt, dass die Heilung deutlich schneller passiert. Dann oxidativer Stress, dem sind die meisten Menschen heute ausgesetzt durch Luftbelastung, Umweltgifte in der Luft, in der Nahrung, im Wasser. Das sind aggressive Stoffe drin, die unsere Zellen angreifen. Und das dritte war die Darmwände durch sehr viele Menschen ernähren sich eben durch die Fabrik verarbeitete Nahrungsmittel. Da kommen dann Zusatzstoffe rein und die sind auch oft aggressiv. In der Summe und in Verbindung mit der Magensäure greifen die Darm- und Magenwände stärker an und was zu einigen Krankheiten führt, sind diese ganzen Leaky-Krankheiten, sind relativ bekannt. Da hat sich auch gezeigt, dass durch Trinken von Agniota-Aschewasser auch diese Wunden in den Darmwänden wieder besser heilen, wieder schneller heilen, also signifikant schneller heilen. Das ist jetzt eine Untersuchung, radioaktive Untersuchung von Reis aus der Nähe von Fukushima, wurde in der Universität in der Ukraine durchgeführt. Und da hat sich gezeigt, wenn man, das waren ein paar hundert Gramm Reis, die hatten vorher einen ziemlich hohen radioaktiven Strahlungswert. Der wurde mit ungefähr einem gestrichenen Teelöffel Agniota-Asche mit Wasser aufgefüllt und dann einfach in dem Messbehälter stehen lassen. Und nach 2 Wochen hat sich der radioaktive Wert auf Umgebungsniveau angepasst. Na, das ist enorm. Es dauert normalerweise Jahrzehnte. Ja. Wie gesagt, das gleiche Ergebnis hatten wir auch mit Bodenproben vom Tschernobyl damals. Und es wurde also nicht nur einmal gemacht, es wurde mehrfach gemacht. Nach Agiota gibt es eigentlich fast weltweit, so finde ich, also auf jeden Fall auf jedem Kontinent. Und hier sind ein paar Bilder davon. Bisschen außergewöhnlich oder erstaunlich, dass eine Nonne in der Kirche Agiota durchführt. Eine sehr schöne Aufnahme, die uns zugekommen ist. Sie ist in der Kirche auf den Galapagos-Inseln. Und am Omahof selber, das ist also das größte europäische Zentrum dafür, für die Erforschung und Verbreitung. Wir haben auch sehr viele Priester, also es hat mit Religion in dem Sinne nichts zu tun. Das Überkonfession, weil das einfach Menschheitswissen. Ja. Hier das Bild ist entstanden nach dem Reaktorunglück in Japan, in Fukushima, hat Dr. Emoto auch verstärkt angeregt und unterstützt, dass dort in der Nähe mit vielen Menschen in Agniota durchgeführt wurde und hat sich auch gezeigt, dass sich sowohl die Atmosphäre wie auch die Gewässer viel, viel schneller erholt haben in der Region. Ja. In Indien, Südamerika, anderen asiatischen Ländern, wo die Menschen noch mehr Bezug zu Naturkräften, zu Naturheilmitteln auch haben, hat sich das wieder schneller verbreitet. Das
Nesagnotra oder fast die männlichen Zuwanderer dazu finden. Und also an manchen Feiertagen kommen da manchmal mehrere tausend Menschen zusammen. Das ist ja sehr, sehr schön. Und also, ich habe selber schon mal in Indien eine größere Landsammlung beiwohnen dürfen. War sehr interessant. Da ist erstaunlich, dass Soldaten vor dem Feuer sitzen. Das hängt damit zusammen, das sind südamerikanische Soldaten in Toten im Zug. Und der Therapeut hat eben das Ahinota mit einbezogen, weil mit in die Therapie mit eingebunden, weil es bekannt ist, dass es eben auch auf die Psyche und auf die mentale Stärke des Menschen einwirkt. Dass es auch da harmonisiert, dass es nicht nur in jeglichem physikalischen Lebensbereich, sondern auch im psychischen, im mentalen, im spirituellen Bereich, da harmonisiert es genauso. Ja. Also reinigt auch unser Astralkörper, unsere Energiefelder, unsere Meridiane. Und wer das längere Zeit gemacht hat, spürt es dann auch, ja, dass die Wahrnehmung wieder feiner wird, dass man andere Dinge wieder wahrnimmt, dass man vielleicht auch manche Laster leichter sein kann, lassen kann. Und ja, geht noch viel drüber zu sagen, aber wie gesagt, ich muss jetzt einfach so an der Basis durchgehen. Aber auch später können wir noch drauf eingehen. Was braucht man zum Agniota? Das ist einfach die Schale, kann aus Kupfer, Gold oder auch Ton sein. Kupfer ist halt einfach das Sinnvollste von der Stabilität, vom Preis-Leistungs-Verhältnis und vom Preis überhaupt. Die Form ist sehr interessant, hat den gleichen Winkel wie die Cheops-Pyramide. Und ja, wer sich damit mal beschäftigt hat, hat besondere Kräfte. Und es ist auch interessant, warum die Cheops-Pyramide so steht und die Agniota-Schale so. Hier gehen die Energien nach oben in die Atmosphäre und verteilen sich wieder. Man kann das mit der Zeit spüren, oder die meisten Menschen spüren das, dass wenn man das Agnihotra durchgeführt hat, dass nach ungefähr 20 Sekunden tut sich was im Energiefeld. Scheinbar geht die Energie zuerst hoch, haben auch schon einige hellsichtige Menschen rückgemeldet und kommt dann gereinigt und sehr aufgeladen, sehr lichtvolle Energie kommt dann wieder runter. Und bei der Cheops-Pyramide geht die Energie halt in die Erde ein. Ja. Man sieht es auch auf der gegenüberliegenden Seite von den Pyramiden, was da ist. Ne? Da ist die Südsee. Sehr schöne Energie dort. Sehr schönes, ja, sehr, sehr glückliche Menschen. Und. Also Pyramidenkräfte sind, glaube ich, ziemlich gut erforscht und bekannt. Dann was wird verbrannt? Du musst gleich dazu sagen, das ganze Ritual ist im Prinzip uraltes Menschheitswissen. Man kann sagen, das ist mit der Schöpfung mitgegeben worden. Und Feuer hat in jeder Religion eine Rolle gespielt, in vielen anderen Bereichen auch. Und diese besondere Wirkung von Feuern, war es sinnvoll, dass es die letzten 2000, 3000 Jahre aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet, weil das Bewusstsein war nicht mehr nur auf das Positive ausgerichtet von der breiten Masse oder von den vielleicht führenden Persönlichkeiten auf der Erde. Und die haben dann, haben es halt für ihre Zwecke verwendet, für egoistische Machtausweitungszwecke. Und deswegen sind spezielle Menschen auf die Erde gekommen, die dann das Wissen das Wissen über diese Feuer, über die speziellen Feuer, also zuerst aus dem Bewusstsein gebracht haben, und jetzt geht es ins Wassermann-Zeitalter, jetzt steigt das Bewusstsein und steigt automatisch wieder an bei den Menschen. Da bekommen wir wieder mehr Verbindung mit einem bewussten und guten Leben mit Natur und mit der Schöpfung. Und gerade zur
also zur schnelleren Reinigung der Atmosphäre und der Erde, ist das Feuer wieder belebt worden, also diese speziellen Feuer. Ist auch eine sehr interessante Geschichte, wie das passiert ist. Aber bleiben wir gerade nochmal bei den Zutaten. Das Zweite, weiß nicht, ob ihr es alle sehen könnt von hinten, was verbrannt wird, ist hauptsächlich Kudu, trockener Kudu. Ist was sehr, sehr Hochwertiges. Das ist im Prinzip fermentierte Wiese oder fermentierte Kräuter, fermentierte Wiese. Und es muss auch von kühl sein, eben dass die Pflanzenstoffe durch die fünf Mägen durchgehen. Und es ist ein sehr hochwertiger Stoff, der rauskommt. Es ist bekannt, dass der Kudung von Natur aus einen Penicillin-ähnlichen Stoff bildet oder inne hat. Ne? Also die Kuh bildet den dann ja. Deswegen, also ich habe in meiner Kindheit auch gehört, dass man Menschen mit Rheuma, mit Alkoholvergiftung im Misthaufen eingegraben hat. Im Allgäu ist noch auch heute noch ziemlich verbreitet, dass man im Winter, wenn man Grippe hat, wenn man Fieber hat, ein Stück Kudung abbricht, mit heißem Wasser übergießt und 10 Minuten stehen lassen. Wer es nicht weiß, der, es riecht wie Kräutertee. Es schmeckt und riecht wie Kräutertee. Es muss allerdings vom Kühen sein, die wirklich draußen sich aufhalten und nur Gras fressen oder nur eben Freiland Futter bekommen. Keine Silage, kein Kraftfutter oder ähnliches, kein Mais oder sonst was. Also da riecht der Kudung dann anders oder anders riechen. Ja. Kudung hat noch einige andere sehr gute Eigenschaften. Aber das nur so nebenbei. Das, was noch dazu gehört, ist Vollkornreis. Das sieht man auch, also das, was sich an Eigenschaften durch alle Komponenten vom Agniotra durchzieht, das ist die Ausgeglichenheit. Reis ist, so viel ich weiß, eins der wenigen Getreidesorten, wo Yin und Yang, also aktiv und passiv, ausgeglichen ist. Was noch dazu gehört, ist Ghee. Das ist gereinigte Butter, Butterschmalz. Das ist quasi Butter, ungefähr 30 Minuten geköttelt, dass das Wasser rausgeht und das Eiweiß sondert sich dann ab. Hat man früher auch gemacht, weil man wusste, dass es einerseits sehr, sehr gut in der Küche ist, also sehr gesund für den Menschen, für den Magen. Und dadurch ist die Butter nahezu unbegrenzt haltbar. Also das kann man Jahrzehnte aufheben, wenn es wirklich gut gereinigt ist. Im Ayurveda, wer es kennt, wird Ghee, also Butter, also gereinigte Butter, wird auch für viele Anwendungen eingesetzt. Hauptsächlich zur Darmreinigung, zur Magenreinigung, zur Entgiftung. Auch sehr gesund. Kommt noch ein spezielles Mantra dazu, oder das zu der Zeit gesungen wird. Und beim Agnihotra, das ist die einzige Feuertechnik, wo auch der Zeitpunkt eine Rolle spielt. Das ist bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Wir wissen, dass von der Sonne sehr viele spezielle Teilchen auf die Erde geschickt werden oder von ihr ausstrahlen. Und beim Agnihotra ist es aber nicht das sichtbare Licht relevant, sondern das sind die Teilchen, die durch die Atmosphäre nicht gebrochen werden. Also das sind noch feinere Energieteilchen. Und deswegen kann man da auch jetzt nicht die Zeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang aus der Zeitung nehmen, sondern das ist ein spezielles Berechnungsprogramm, das quasi die direkte Verbindungslinie zur Sonne berechnet. Und da ist auch wieder zu sehen, bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist auch aktiv und passiv ausgeglichen. Es ist nicht mehr Nacht und noch nicht Tag. Und man kann auch mal die Tiere in der Natur beobachten. Oft zwitschern die Vögel schon vor Sonnenaufgang. Wenn Sonnenaufgang ist, dann sind sie still. So eine Minute vielleicht und hinterher geht's wieder weiter. Also die Tiere spüren das auch. Ja, das wär's so im Groben von der zu den Utensilien. Das Agnihotra-Buch, oder es gibt mehrere Bücher, aber das ist
das Standardwerk, wo es sehr umfangreich ist, sowohl wo der Agrimotor herkommt, wie es durchgeführt wird, was man damit machen kann, was man mit der Asche machen kann und noch viele andere Hintergründe und auch noch über zwei weitere Feuertechniken, die jetzt nicht zeitgebunden sind, aber auch eine andere Wirkung haben. Aber wir reden also zuerst immer über das Agniota, weil das die stärkste Wirkung hat. Ja. Und es ist einfach auch erstaunlich, dass es eine Sache, die man zu machen hat, oder wenn man wie macht, dann hat das eine umfassende Wirkung. Ja, man muss nichts einstellen, man muss nicht für das Problem das so machen oder so, sondern es wirkt einfach da, wo es was zu harmonisieren gibt. Ja, ich glaube, habe alles da, ja. Wer jetzt nicht bei einem Praxisseminar dabei sein kann, auf der Webseite von Mummerhof ist die Durchführungsanleitung in drei Videos von Anfang an, vom Auspacken bis Gutung einschmieren und so weiter, wie es einfach durchgeführt wird, dass das richtig brennt. Und genau, wann man es auch anzünden muss, dass es zum richtigen Zeitpunkt richtig schön brennt. So ein bisschen stimmungsbildend. Das in den ersten Jahren haben wir eigentlich den Kuchen immer selber gesammelt auf der Wiese. Und es ist schön am Morgen oder ja, so auf der Kuchenwiese ist einfach eine schöne Atmosphäre. Am schönsten ist gleich am Morgen, wenn die Kühe im Stall sind zu melken und man da dann Kuchen gesammelt hat. Und das ist jetzt halt eine normale Kuhflande, also für den Eigengebrauch reicht es, wenn man einen Handschuh anzieht und dann so die Kuhschale, wenn sie 1, 2, 3 Stunden in der Sonne war, dann bildet sie so ein, wie ein Schildrückentanzer. Kann man einfach die Schlade nehmen und in den Sack rein und zu Hause nochmal in die Sonne legen und nach einem Tag ist sie perfekt getrocknet und hat man 1, 2 Stunden hat man den Vorrat von ein halbes Jahr, von ein ganzes Jahr gesammelt. Ja. Ist halt ein bisschen Zeitaufwand, aber wie gesagt, ich mache es jetzt auch schon über 40 Jahre und die Erfahrungen gehören nicht auf damit, weil es steckt sehr, sehr viel dran. nochmal ein Bild, dass man mit der Asche einiges machen kann. Die Asche wird sehr stark entgiftend. Wer das machen möchte, langsam anfangen, weil die Wirkung ist wirklich beutig. Und also mit der Messerspitze vielleicht anfangen am Tag und ich nehme mittlerweile ungefähr 2 gehäufte Teelöffel am Tag, wenn ich richtig entgiften will. Und das spürt man also wirklich sowohl Gehirn wie auch sonst Körper und so weiter. Tolles Entgiftungsmittel und energetisiert auch und kann Störfelder damit auch neutralisieren. Also es gibt da viele, viele Einsatzmöglichkeiten. Bei uns auf der Homepage von vom Mummerhof gibt es viele Beispiele. Wir normalerweise jedes Jahr eine Zeitung raus mit neuen Erfahrungen, mit Rückblicken, was ist Neues in dem Sektor entstanden und ja, einfach so Erfahrungen auch weltweit. Nochmal so ein paar Möglichkeiten. Man kann die Agiotrage einerseits mit Ghee vermengen als Heilsalbe oder mit anderen Salben, Regenbogensalbe oder was man nehmen möchte. Bei Entzündungen, offenen Wunden zum Beispiel, gibt es auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Wirklich offene Wunden, die lange Zeit von selber nicht sich geschlossen haben. Agnota, Asche drauf und schon meistens am nächsten Tag bildet sich eine Kruste. Aus eigener Erfahrung und von vielen anderen auch bei Verbrennungen, wenn man also bis zur Verbrennung 2. Grades, wenn man das Körperteil, sagen wir mal die Hand, dann gleich entweder Asche drauf oder wenn man mit der Zeit ein Behältnis hat mit Asche, die Hand reinstecken, meistens hat man es am nächsten Tag vergessen. Ja, also es heilt enorm schnell. Hat natürlich alles seine Grenzen, ne? Aber gerade bei solchen Sachen, oberflächlichen Sachen auf der Haut oder Zahnfleischentzündung, da gibt es enorm viele und sehr erfreuliche Heilmeldungen. Ja. Wer die Asche so nicht schlucken kann, also ich vermische es am liebsten mit Müsli, mit Joghurt, so in der Richtung, dass man die Asche nicht unbedingt direkt auf der Zunge hat oder auf der Schleimhaut. Oder man kann es mit Wasser vermischen und da hier in Kapseln
füllen zum Runterschlucken. Da gibt es schon Möglichkeiten, wer es nicht unbedingt gerade im Mund wegschmecken möchte. Ja, das ist so von der praktischen Seite her. Ja, das ist schon, ich hoffe, ich konnte es rüberbringen, zu verstehen, was da dahinter steckt. Ja. Es ist auf einer Ebene, es ist die Hauptwirkung kommt vom Feuer eigentlich. Ne? Und das ist ja auch nichts Materielles oder Teil nicht materiell. Viel macht diese Energieabstrahlung, was über die Lichtwellen da auch verbreitet wird an Informationen, was davon ausgeht. Wer heute Abend mit dabei sein kann, dieser Sonnenuntergang ist 21.20 Uhr etwa. Wer mit dabei sein möchte, das gerade hier hinter der Hauswand. Wäre schön, wenn ihr dann schon um 21 Uhr da wärt. Und morgen früh, also zum Sonnenaufgang, machen wir es auch, haben wir es vor, jeden Morgen hinterm Teich zu machen, also beim Campingplatz hinten. Und es ist halt 4 Uhr, was ist die? 4:55 Uhr, ja. Also ist immer gut, 10, 15 Minuten vorher da zu sein. Und gerade wenn man die Möglichkeit hat, das mit mehreren zusammen zu machen, da ist einfach das Energiefeld stärker. Ja. Und da kommt dann oft die Frage, muss ich das regelmäßig jeden Morgen, jeden Abend machen oder hat es da einen Zusammenhang damit? Ist natürlich klar, wenn man beruflich eingespannt ist oder zu dem Zeitpunkt einfach was anderes vorhat, dann geht es halt nicht. Und ist auch egal, wenn man das letzte Mal am Morgen gemacht hat, ist egal, wann man das nächste, also ob man das nächste dann am Abend oder am Morgen macht. Aber es ist schon so, je öfters man es macht, umso stärker ist die Wirkung, umso stärker wird es auch auf einen. Ja. Und ja, das dazu. Und man kann es auch in geschlossenen Räumen machen. Die Wirkung geht auch durch Hauswände durch. Ja. Aber wie gesagt, das lust halt mit der Zeit. Ja, jetzt kommt die spannende Frage, wie kommt das wieder in unsere Zeit? Wer hat das wiederbelebt? Das ist eine besondere Inkarnation, eine besondere Persönlichkeit aus Indien. Sehr spannende und interessante Geschichte, weil es wirklich mit dem ganzen Weltgeschehen zu tun hat, mit der heutigen Zeit. Und ist auch schon seit langem angekündigt. Rudolf Steiner wusste es, dass die Person sich inkarniert, die speziellen in der Zeit ja eine große Hilfe für die Menschheit bringt. Ja. Ich sage es jetzt mal einfach ganz ganz einfach und global. Er hatte mit 18 Jahren, das war 1944, hatte er eine Vision. Oder wurde ihm eine Vision gezeigt, wie es mit dem Leben der Menschen auf der Erde aussieht. Also dass sie im Prinzip die Erde zugrunde richten und wie das Bewusstsein ist, wie sie vielleicht auch manipuliert werden. Und daraufhin hat er den Eid geleistet, dass er, muss man sich mal vorstellen, dass sie wissen, wie die Menschen wieder in Harmonie mit der Schöpfung, also auch mit Natur und allem leben sollen. Dieses Wissen werde ich auf der ganzen Welt wieder verbreiten. Muss man sich mal vorstellen. Weil er wusste, was auch dahinter steckt, dass das seine Lebensaufgabe war. Und ihm wurde dann auch gezeigt, wie das vonstatten geht, was die Hauptwirkungsmittel sind. Ja. Und eins davon war diese heiligen Feuer oder heilenden Feuer wieder zu beleben. Das war 1944. Er wusste, dass selbst in Indien noch nicht der Zeitpunkt gekommen war, damit zu starten, weil damals war in Indien nur der Priesterkaste vorbehalten, Mantras zu singen, religiöse Zeremonien durchzuführen. Ne? Das war bei Todesstrafe den anderen Kasten verboten. Und deswegen hat es auch eine Weile gedauert. Und 1968 etwa hat er dann eine andere Person gefragt, wo er wusste, dass das deren Lebensaufgabe war,
in der ganzen Welt rumzureisen. Um sich mal vorstellen, wenn mich 1968 jemand gefragt hätte, reise in der Welt rum und sag den Leuten, sie sollen Butter auf Kuhkacke schmieren und das anzünden und das rettet die Welt, hätte ich gesagt, könnte schwieriger. Ja. Und er wusste aber auch, was dahinter steckt und wer ihn da fragt. Und er hat es gemacht und das war also rasant, haben jetzt leider gerade kein Bild davon. Und er hat es geschafft, dass nach ungefähr 25 Jahren Agnihotra auf jedem Kontinent bekannt war und in, ich glaube, über 100 Ländern. Weiß nicht, ob es alle Länder sind, aber also in den meisten größeren Ländern ist es bekannt und gibt weltweit mittlerweile schon wieder viele Millionen Menschen, die das praktizieren, die das kennen und auch praktizieren. Und die Erfahrung, also es vermehrt sich enorm, die Zeit ist einfach reif dafür, dass dieses, dass die größeren Hilfen, die stärkeren Hilfen für die Menschen wiederkommen, dass das Bewusstsein schneller gereinigt wird, dass einfach die ganzen dunklen Geschichten sie schneller wieder reinigen. Ja, das ist sehr, sehr starke, sehr, sehr, hat eine sehr starke Wirkung. Ein Professor aus Bulgarien war es, glaube ich, ja. Der hat es mal länger untersucht. Es war auch im Geheimen, weil offiziell durfte es in der Uni nicht machen. Und er hat gesagt, also was er sieht, dieses kleine Feuer, das ist wie eine positive Atombombe. Ja. So klein das aussieht, so eine starke Wirkung hat es. Muss natürlich bedenken, was auf der Erde alles in Schieflage ist. Also das dauert schon eine Weile, bis das wieder alles im optimalen Zustand ist. Aber wenn man das mal gespürt hat, dann merkt man, da steckt wirklich was dahinter. Also von den äußerlich sichtbaren Dingen mal ganz abgesehen. Vasant, wie gesagt, Bild haben wir leider gerade von ihm nicht da. Wurde geführt von Schree, er wurde geführt in jedem Kontinent, in jedem Land, wusste in den USA, und Sie haben mal vorstellen, er kommt als der Inder in den USA an und wird geführt, wen er ansprechen soll, und wen er das, wer dann in den USA das verbreitet, und das Gleiche war in Deutschland. Er wusste, dass die Person ganz im Süden zu finden war, hat dann Horst gefunden, das war 1974, auch eine wunderschöne Geschichte, wie das passiert ist, also Horst wurde das vorher von einem Seher in Himalaya mitgeteilt, dass es in kurzer Zeit stattfinden wird. Und Horst war einerseits Techniker, also ein sehr bodenständiger Mensch, aber auch sehr spirituell. Jahrgang 36, war von Kindheit an, war ihm klar, Gott muss es irgendwo geben. Er hat nach Gott gesucht, in jeder Religion, in überall. Und deswegen ist er auch in Himalaya gereist. Und er hat es zuerst geprüft, will er ein Geschäft aufbauen in Deutschland oder was steckt dahinter. Und nachdem klar war, das ist alles freies Wissen, also wird unentgeltlich weitergegeben. Und hat es dann selber auch das mal getestet, Erfahrung gemacht. Er hatte schon eine sehr gute spirituelle Ausbildung bei den Rosenkreuzern. Und nachdem er erkannt hat, was drinsteckt, hat er es dann eben auch in seine Kursen weitergegeben. Er war, glaube ich, der erste hauptberufliche Yoga-Lehrer in Deutschland. Und ja, so hat es dann in Deutschland seinen Weg genommen. Und er war auch der erfolgreichste in der Verbreitung. Ja, also ihm ist zuzuschreiben, dass es in Europa, Mitteleuropa mittlerweile so viele Menschen kennen. Erst November 22 hat er sein Körper verlassen, ja. Und ja, das, und der Roma-Hof ist im Prinzip, ich sehe so seine Hinterlassenschaft. Er war der Initiator davon, 1989 ist das ins Leben gerufen worden, ja. Nachdem es also einfach immer mehr Menschen wurden, die sich dafür interessiert haben. Ganz kurz, Schree hat eben auch nicht nur gesagt, er will die Feuer wiederbeleben, sondern die Veden. Er will das Wissen der Veden wiederbeleben. Ne? Wer die Veden, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, sind Veden heißt Wissen. Und zwar das Wissen, wie die Menschheit in Harmonie mit der Schöpfung lebt.
werden alle wissenschaftlichen Bereiche abgedeckt, bis zur Atomphysik, Hausbau, Gesundheit, alles ist natürlich ein bisschen verschlüsselt geschrieben. Und viele meinen, die Veden wären erst 4000 Jahre alt oder so. Da wurden sie erst aufgeschrieben, weil vorher in unserer Zeitrechnung war eben die Schrift noch nicht so geläufig. Ja. Und im Prinzip sind die Veden also schon viel, viel früher wieder auf die Erde gekommen. Und zuerst eben von den Menschen, die sich in dieses Bewusstseinsfeld einklinken konnten, die einfach von ihrer Entwicklung so weit waren, dass sie das gespürt haben. Die haben es an ihre Schüler weitergegeben. Und dann irgendwann wurde es aufgeschrieben. Und diese vier Bücher, die gibt es ja heute noch. Gibt es auch in Deutschland sogar Universitäten, wo das gelehrt wird, ja, wo darüber gelehrt wird. Und Schrie hat dann also einfach eine Zusammenfassung, die Hauptpunkte davon gebracht, ganz kurz. Das ist einmal, also es zielt hauptsächlich auf die Lebenseinstellung ab, das selbstlose Teilen, Selbstdisziplin, bewusstes und rechtes Handeln und Erforschung des eigenen Selbst, wer bin ich eigentlich? Ja. Und dann auch die Feuertechniken, zwar der fünfte Punkt. Und Schwie hat auch gesagt, er ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu bringen, sondern um alle Religionen zu vereinen. Quasi Anhänger von jeder Religion zu zeigen, was bei seiner Religion der rote Faden ist und dass dieser rote Faden im Prinzip in allen weiteren Religionen drinsteckt und eigentlich von jedem Gottesboten, der die Religion initiiert hat, der wollte das so haben. Das war der Inhalt von jeder Religion. Ja. Das ist der Horst mit seiner Frau Birgit. Ja, das Foto ist noch nicht ganz so alt. Und Horst war ihm klar, dass er das Wissen auch niederschreiben muss, damit's erhalten bleibt, und hat dann einen Verlag gegründet, hat sehr viele interessante Bücher. Da vorne ist es auch die enthüllten Geheimnisse vom Abendmahl von Leonardo da Vinci. Ich würde sagen, er war auch der Erste, der wirklich entdeckt hat und auch niedergeschrieben hat, was Leonardo da gemacht hat. Leonardo war ein sehr hoher Eingeweihter und konnte aber zu seiner Zeit das Wissen nicht öffentlich sagen. Deswegen hat er es verschlüsselt in die Gemälde eingewoben. Ja. Ist eine gigantische, geniale Leistung, weil man muss nur den Band 1 lesen. Heute werden die zum ersten Mal verschenkt. Ja. Haben die 30 Euro gekostet, weil wir doch einen sehr großen Bestand haben und auch keine Werbung dafür machen. Haben wir gesagt, wir bringen jetzt mal ein paar mit. Und ja, ist sehr interessant, was da steht. Und ja, auch das Agiota-Buch und noch ein, zwei andere Bücher, die sowohl auch für Kinder geschrieben sind, aber auch für Erwachsene, trotzdem sehr inhaltsreich sind. Ja. Und wie gesagt, wir sind noch ein paar Tage da, wenn Sie interessiert. Ja, Thomas, das so. Horst war ein sehr medialer Mensch. Er hat auch Musik gemacht. Sein Kindheitswunsch war eigentlich, Musiker zu werden, Pianist zu werden. Ging dann aber nicht aufgrund der Weltlage auch. Und hat dann ganz schöne Musik, aber das heißt schön, er hat Musik selber komponiert und auch klassische Werke. Versucht oder hat das Original gehört, das kosmische Original, und hat sich dann eingespielt und hat es auch nur eingespielt, wenn er in einem sehr hohen Bewusstseinszustand war. Und das kommt auch aus der Musik raus, also sogar aus der CD, wenn man der wirklich zuhört, hat es sehr besondere. Einmal im Jahr, wie gesagt, bringt man normalerweise am MoMA-Hof die Jahreszeitschrift raus, ist auch sehr interessant. Und die ist kostenlos im Download auf der Homepage, oder wer die Druckversion möchte, kann sich es eben zum Selbstkostenpreis zuschicken lassen.
Der Hummerhof ist eben aus dem Grund entstanden oder so wie er heute ist, damit einerseits die Feuertechniken dort praktiziert werden können, dass sie untersucht werden können, dass möglichst viele Menschen damit in Kontakt kommen können, dass wir es verbreiten können, dass wir sich dort aufhalten kann. Gelände ist groß genug, also insgesamt 20 Hektar und 8 Hektar um den Hof rum, die gelbe Linie. Und das jetzt hat sehr viele Möglichkeiten. Auch wenn die Lebensmittel mal knapp werden, können wir uns sehr gut selber versorgen und andere mitversorgen. Und ja, das ist also kein Erwerbsbetrieb dort, sondern im Prinzip ein spirituelles Zentrum, das wir jetzt immer mehr ausbauen wollen. Bisher war es so ein bisschen im Dornröschenschlaf die letzten 30, 35 Jahre. Aber jetzt geht es mehr nach außen. Wir haben jeden Tag Besucher angemeldet oder nicht angemeldet, so ungefähr 1000 im Jahr, also die letzten Jahre. Und ja, demnächst am 6. Juli findet wieder das jährliche Sommertreffen statt. Da warten wir, oder waren die letzten Jahre so plus minus 500, 600 Personen an einem Samstag da. Und es ist einfach sehr schön, vor allem der Erfahrungsaustausch, was andere Menschen für Erfahrungen machen. Das sind, also ist oft Gänsehauteffekt dabei. Es sind oft Heilpraktiker, Ärzte aus Südamerika, aus anderen Kontinenten da, die berichten. Also gerade in Südamerika gibt es viele Kliniken, die damit arbeiten und sensationelle Erfolge haben. Die bekommen meistens austherapierte Patienten, wo Amputationen und so weiter anstehen und ganz schlimme Sachen, dass sie keine Fotos zeigen. Und manche Ärzte dokumentieren das sehr genau. Und also es ist phänomenal, was die in ganz kurzer Zeit damit für Erfolge haben. Und dieses Jahr ist auch sehr besonders, da kommt der Enkel von Shri, also von demjenigen, der das wiederbelebt hat, besucht uns. Es ist eine sehr interessante Zeit. Also ich hätte nicht geglaubt, was sich in anderen Kontinenten abspielt, dass zum Beispiel also in Indien diese, man kann vielleicht sagen, die Entwicklung schon viel weiter ist. Wir waren letztes Jahr, 2023, dort und am ersten Abend kam schon der Premier, also es ist auch ein geistiges Zentrum wie Tempel und so weiter, so wie man sich es einfach in Indien vorstellt. Und am ersten Abend kam der Premierminister von Goa und hat mit uns das Abendfeuer gemacht mit einer Polizeieskorte von 11 Autos. Ja. Und dann sind wir dazu eingeladen worden und haben da auch den Hintergrund erfahren. In Indien ist es schon so weit, dass die Politiker wieder das Spirituelle insofern entdeckt haben, weil sie gemerkt haben, das gehört einfach mit dazu, das gehört in die heutige Zeit, einfach die Sensibilität für die Menschen wieder, das Ganzheitliche zu erkennen, dass dadurch weniger Kriminalität, weniger Spannungen in der Bevölkerung gibt. Und da läuft im Moment noch viel mehr. Purushottam, so heißt der Enkel, war es Anfang Juni, war er für eine Woche etwa da. Und möchte jetzt auch langsam, also wie gesagt, weil der Hummerhof ist das westliche Zentrum davon, möchte, sag mal, uns langsam auch näher bringen, was sich so in der Welt demnächst tut. Ja. Und in Indien ist das einfach schon viel weiter und sagen ja auch Nostradamus und viele andere Seher, dass die geistige Entwicklung, dass die eine Weile linear geht, aber dann macht es plötzlich einen Sprung. Und dieser Sprung, der steht wohl relativ kurz bevor. Ja, deswegen finden da wohl auch gerade so verrückte Sachen in der Politik statt und so weiter und so weiter. Ja. Das hat auch eben den Hintergrund, dass immer mehr Menschen erkennen, was sich einfach so im Mainstream oder was sich die letzten Jahrhunderte abgespielt hat auf der Erde. Ne? Dass das nicht der eitle Sonnenschein war, sondern dass da, wisst ihr, denke ich alle, dass da andere Interessen dahinter waren und dass diese Zeit jetzt einfach abgelaufen ist. Ja. Ist schon lange bekannt, wer sich mit den Veden und all dem beschäftigt, weiß, dass es ein 5000-Jahres-Zyklus war und der ist jetzt einfach 1936, 1937 ist der zu Ende und jetzt ist einfach kaum noch die Übergangszeit bis dahin.
Also insofern können wir sehr getrost und erfreut und beruhigt in die Zukunft schauen. Und wir haben das Glück, wenn wir einfach in so Festivals oder in so Kongressen viel unterwegs sind, bekommen wir mit, was sich in Deutschland, in Europa abspielt. Und das ist enorm. Also wie viele Gruppen, wie viele Menschen wirklich nicht nur darüber reden, dass das alles Kacke war, sondern dass sie wirklich was anderes, dass sie es wirklich besser machen, ja, dass sie wirklich ins Tun gekommen sind, ja. Und es ist wirklich enorm, was sich da also in Deutschland schon tut, ja. Und wir haben das Glück, dass wir da mit vielen in Kontakt sind und ja, deswegen sagen wir es gerne weiter. Ja, genau, Sommertreffen. Und man kann sich, also wer sich dafür interessiert, kann sich hauptsächlich zurzeit über Telegram-Gruppen vernetzen. Es gibt für Deutschland, Österreich, Schweiz jeweils eine übergeordnete Telegram-Gruppe und in Deutschland für jedes Bundesland auch und auch noch für viele Untergruppen. Also wer sich regional da austauschen möchte, wer macht in meiner Umgebung eine Jota? Wenn man anfängt, wollen wir uns mal am Wochenende treffen, da und da an dem Baggersee oder so, und gemeinsam machen oder ja einfach sich da treffen und austauschen, ist über die Gruppen sehr leicht möglich. Und wie gesagt, am Hoberhof, der ist dafür da, damit Menschen dorthin kommen und die Atmosphäre erfahren. Dort hat es eben schon 36 Jahre gemacht, hat sich eine ganz andere Energie schon aufgebaut. Wir haben eine Sache eben auch festgestellt, dass die Wirkung auf die Atmosphäre sich auch auf das Wetter auswirkt. Wir hatten dort noch nie Hagel, ja. Und wenn Hagel nicht durchgezogen ist, in 10, 15 Kilometer Entfernung, waren die Dachdecker bis auf Jahre hinaus gebucht, ja. Und das kann im Prinzip jeder so für sich schaffen, machen auch viele. Gibt auch spezielle Mantras oder Feuer, gerade um das Wetter zu harmonisieren. Aber ja, das Agiotra ist halt das Umfangreichste. Ja, das ist die breiteste und die stärkste Stern. Ja, der Hoberhof trägt sich durch die freiwillige Mitarbeit und Spenden, ja, wer das unterstützen möchte. Und weil wir einfach jedem den Zugang ermöglichen möchten und das Wissen kostenlos weitergeben. Aber wie gesagt, es entstehen halt dadurch Kosten, um alles zu erhalten. Und freuen uns da natürlich, oder kann jeder seinen Beitrag, wer möchte, da leisten, damit es auch weiterhin so bleibt. Wir wissen, es wird wachsen, ja, weil die Zeit jetzt einfach reif ist dafür. Aber ist jeder herzlich eingeladen, das mal genau zu lernen. Ja, dann wäre ich so mit dem Vortrag am Ende. Wir haben jetzt noch 20.43 Uhr, also wer dann heute Abend am Agiotra mit dabei sein möchte, da hinten bitte so 21 Uhr da sein. Jetzt wäre noch Zeit für Fragen, wer möchte. Gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten noch. Lachen kann da ein bisschen im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt wird, oder wenn jemand zum Beispiel einen schlechten Schlafplatz hat, die Asche in alter Energie speichert sich in der Asche, die da entsteht. Und einfach mal ausprobieren, haben sehr, sehr viele Menschen tolle Erfahrungen damit, dass sich auch die Energie unterm Schlafplatz harmonisiert. Wenn wir das Thema Kinder und Schulen, okay. Ja, Kinder und Schulen, mhm. Muss ich doch was sagen, das ist nämlich meine Herzensangelegenheit. Ihr wisst ja wahrscheinlich selber, dass immer mehr Schulen jetzt einfach neu gegründet werden, weil man einfach das bisherige Schulsystem einfach überhand satt hat. Und es gibt schon Schulen, in denen Agnihotra durchgeführt wird oder die anderen beiden Feuertechniken. Und auch dort wird erkannt, was das für ein Segen für die Kinder ist. Muss ich mal ganz kurz sagen. Also wenn ihr da irgendwie Kontakte habt oder selber an die Schulgründung denkt oder einen Kindergarten habt, der dafür offen ist, zum einen bin ich da total gern bereit, für Kinder und fürs Kollegium eine Einführung zu geben, wenn das gerade passt. Ihr seid jetzt nicht so ganz nah am Bodensee gelegen,
Aber vielleicht passt es ja, oder ich bin gern bereit, einfach Informationen zur Verfügung zu stellen. Also in Schulen, wo das wirklich durchgeführt wird, haben die Lehrer einfach festgestellt, dass die Kinder wesentlich konzentrationsfähiger sind. Es wird harmonisierend, einfach auch in Bezug auf Konflikte, gerade auch wenn Kinder aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und es dadurch allein schon zu Reibungspunkten kommt. Auch hier kann Agnihotra oder die anderen heilenden Feuer, auch Oma-Feuer, auch sehr harmonisierend werden. Das ist dann aber nie zum coolen Mord, oder? Ja, wie macht ihr denn? Genau. Also deswegen sage ich auch, die anderen Feuertechniken, das ist je nach Jahreszeit und wo man wirklich wohnt. Also wir merken einen enormen Unterschied, halbe Stunde zwischen Bodensee und hier von der Agnihotra-Zeit her, einfach durch Nord-Süd-Gefälle. Also je nach Jahreszeit geht es unter Umständen am Morgen wirklich das Agnihotra durchzuführen oder am Abend oder eben einen von den beiden anderen Feuertechniken, die wir am Hohenhof auch weitergeben, die auch im Buch sehr gut beschrieben sind. Diese beiden anderen Feuertechniken sind zeitunabhängig. Ja, auch eben. Also gibt es auch noch eine andere Technik dabei. Eine von denen, die ist auch sehr kurz. Also das Agnihotra dauert ungefähr 10 Minuten. Je nachdem, wie viel Kudung man reingibt, kann es auch mal 15 Minuten brennen. So als Anhaltspunkt, wie lange das dauert. Ja, ich sag's, es hilft jedem und auch in einem gewissen Radius. Also wir bekommen ganz viele Rückmeldungen, dass die Nachbarn sich wieder anders verhalten, wenn vorher Spannungen waren, dass die Kinder sich besser konzentrieren, spannungsfreier sind. Ich glaube, wenn es keine sonst Fragen sind, dann würden wir Schluss machen. Vielen Dank. Und freue mich.